Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Barbara Masur und ich freue mich, dass du an dem heutigen Sonntag, 14. November 2021, dabei bist. Ja, es ist wieder Zeit, dass du dich entscheiden darfst. Heute spricht Maria zu dir. Schau mal, Maria, die Königin der Engel. Ja, und ich bin sehr gespannt über die Botschaften, die sie für uns alle heute parat hat. Also, ich rufe jetzt Maria, Königin der Engel, zu uns und bitte sie, uns die richtigen Botschaften mitzuteilen. So, also ich wähle wieder 4 Karten aus und es ist so, dass die Karten immer richtig sind. Für alle, die dieses Video heute schauen und sich für eine Karte entscheiden, es ist die richtige. Also, ich bin gespannt. Bis gleich. Hier sind also die 4 ausgewählten Karten von Mutter Maria und ich bitte dich, entscheide dich nun für eine von diesen 4 Karten. 1, 2, 3 oder 4. Wenn du die Karte Nummer 1 gewählt hast, ist diese Botschaft heute für dich. Abstinenz. Mein klarer Geist ist ohne Schwierigkeiten in der Lage, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Mutter Maria unterstützt deine Intention, ein Leben frei von chemischen Stoffen zu führen. Sie kann deinen Entgiftungsprozess führen und dir helfen, dich für Abstinenz und Nüchternheit zu entscheiden, Schritt für Schritt. Ein klarer und nüchterner Geist ist besser in der Lage, sich während der Meditation und im Gebet zu konzentrieren. Genauso wie ein nüchterner Autofahrer sich besser auf der Straße halten kann. Deine Gebete um Hilfe in dieser Beziehung können außerdem das Verlangen nach ungesunden Substanzen reduzieren oder sogar ganz verschwinden lassen, was bedeutet, dass Abstinenz eine angenehme und friedliche Wahl ist. Mutter Marias Liebe wird dir ein Gefühl des Trostes, der Freude und Liebe bringen, das du durch den Konsum von Drogen gesucht und nicht gefunden hast. Eine sehr klare Botschaft. Ja, wunderbar. Mit Drogen sind natürlich nicht nur die Hardcore-Drogen und Alkohol gemeint. Natürlich kann hier auch zum Beispiel der Fernsehkonsum zählen oder wenn wir uns sehr viel in den Mainstream-Medien bewegen und ja, oder am Computer sitzen. Es gibt viele Süchte. Schokolade kann auch eine Sucht sein. Ja, es gibt wirklich sehr viel. Ne? Oder wenn man den morgens unbedingt den Kaffee braucht, um überhaupt wach zu werden. Also Schokolade und Koffein, wissen wir ja auch, die schränken uns ein, ne? Sie blockieren unsere Fähigkeiten in der Kommunikation mit der geistigen Welt. Ja, und wenn wir natürlich nüchtern sind und klar sehen, sehen wir natürlich auch viel mehr, was in der Welt vor sich geht. So, wenn du die Karte Nummer 2 gewählt hast, ist diese Botschaft für dich. Integrität.
Ich vertraue meiner Fähigkeit zu wissen, was wahr ist für mich. Du hast diese Karte gezogen, weil die Situation, der deine Frage gilt, mit der Integrität einer bestimmten Person zu tun hat. Diese Karte kommt als Führung zu dir, damit du auf die Signale deines Körpers hörst, da du spüren kannst, ob jemand aufrichtig ist oder nicht. Mutter Maria ist ein wunderbares Vorbild, indem sie sanft und liebevoll fordert, dass wir alle in Ehrlichkeit leben. Du kannst das Gleiche mit den Menschen in deinem Leben tun. Außerdem hast du die Möglichkeit, dich von allen fernzuhalten, die nicht integer handeln. In jedem Fall vertraue deiner Intuition und deinem Bauchgefühl, das dich zu den Menschen führt, die die Wahrheit sagen und entsprechend handeln. Darüber hinaus fordert diese Karte dich auf, immer ehrlich zu sein, selbst wenn dir die mögliche Reaktion darauf unangenehm ist. Du kannst darum beten, dass deine Worte geführt sind. Sie werden dir den Mut verleihen, ehrlich deine Meinung zu sagen und dir helfen, eine gesunde, positive Atmosphäre ehrlicher Kommunikation zu schaffen. Auch eine wunderbare, schöne Karte, eine tolle Botschaft, die sich jetzt wiederholt. Wir hören von den Engeln immer mal wieder oder immer öfters, finde ich jetzt auch in letzter Zeit, wie wichtig es ist, ja, für die Wahrheit einzustehen und die Wahrheit kundzutun. Und sie passt so wunderbar zu der Karte Nummer 1, finde ich. Ganz toll. Ja, ne, wenn wir in Abstinenz leben und nüchtern sind dann und klar sehen, die Wahrheit erkennen, dann ist es an der Zeit, sie auszusprechen. Wunderbar. Also, weiter geht's. Wenn du die Karte Nummer 3 gewählt hast, ist diese Botschaft heute für dich Gesundheit. Meine Gebete um heilende Wunder sind gehört und beantwortet worden. Diese Karte kommt zu dir mit der Versicherung, dass deine Gebete bezüglich Gesundheit und Heilung im Himmel angekommen sind. Vielleicht werden sie jedoch anders beantwortet, als du es erwartest. Daher ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben und offen für deine intuitiven Gefühle, die dich zu deinen nächsten Schritten führen. Folge diesen intuitiven Gefühlen, selbst wenn sie unlogisch erscheinen oder den Eindruck erwecken, dass sie in keinem Bezug zu deinen Gebeten stehen. Mutter Maria schickt dir und deinen Lieben ihren Segen. So wie sie kannst auch du Gottes wunderbare heilende Liebe empfangen und weitergeben. Vielleicht fühlst du dich sogar berufen, Heiler zu werden, und diese Karte versichert dir, dass der Himmel deine Berufung voll unterstützt. Ja, welch eine schöne Karte. Wunderbar. Ja, sie schließt sich auch an, wieder an, ne, an die anderen und auch an das, was wir gestern gehört haben. Da ging es auch darum, dass wir gesund bleiben und uns fit halten. Ja, sehr schön. Wunderbare Karte. Und jetzt noch die Nummer 4. Wenn du die Nummer 4 gewählt hast, ist diese Botschaft heute für dich. Optimismus. Ich erwarte, dass gute Dinge passieren,
und sie passieren. Diese Karte fordert dich auf, dir die Segnungen deiner gegenwärtigen Situation anzuschauen, egal wie schlimm die Lage zu sein scheint. Was hast du daraus gelernt? Auf welche Weise bist du jetzt stärker? Indem du die gegenwärtigen Segnungen erkennst, bringst du mehr davon in dein Leben. Mutter Maria leitet dich an, dein Leben vom Standpunkt der Dankbarkeit auszusehen. Optimismus ist eine Form von Glauben und Vertrauen in Gott. Studien zeigen, dass optimistische Menschen viele gesundheitliche Vorteile genießen. Du kannst diese Eigenschaften entwickeln, indem du betest. Geliebte Urquelle, bitte lass mich diese Situation mit deinen Augen sehen. Geliebte Schöpferkraft. Lieber Schöpfer, bitte lass mich diese Situation mit deinen Augen sehen. Er wird dir das Licht und die Liebe enthüllen, die gegenwärtig in dieser Situation zu finden sind. Sei optimistisch von deinen heutigen Entscheidungen. Geliebter Schöpfer, bitte lass mich diese Situation mit deinen Augen sehen. Er wird dir das Licht und die Liebe enthüllen, die gegenwärtig in dieser Situation zu finden sind. Sei optimistisch im Hinblick auf deine Zukunft, da sie von deinen heutigen Entscheidungen und Aktionen kreiert wird. Wunderbar. Auch so eine wunderbare Karte. Ne? Sie passen wieder zusammen. Ja, also ich bin immer wieder beeindruckt. Und es ist wichtig, ne, dass wir den Glauben nicht verlieren an das Gute. Willkommen zurück. Herzlichen Dank an Mutter Maria für die wundervolle Botschaft, die sie uns allen mitgeteilt hat. Jedem Einzelnen in seiner mit seiner ganz persönlichen Karte von heute. Ja, und dennoch interagieren diese Karten miteinander. Das ist so toll. Sie kommunizieren sozusagen miteinander und ergänzen sich. Ja, genauso wie auch die Botschaften sich immer miteinander vereinigen, ergänzen und ja, sich gegenseitig unterstützen auch sozusagen. Ich erlebe das ganz oft, dass ja, die neue Botschaft eine alte unterstreicht. Und das ist heute auch wieder so. Ich ja, bin einfach hin und weg von diesen schönen Aussagen. Ein klarer Geist, ja, die Abstinenz, Gesundheit gehört zu, ne? Der Optimismus, was wäre, wenn wir den Optimismus verlieren würden? Wir hätten nicht nur den Pessimismus, wir hätten auch die Angst wieder in uns wohnen. Und das ist, glaube ich, das ja, Fatalste, was uns gerade passieren kann. Denn die Dunkelmächte ernähren sich bekanntlich von der Angst. Und deshalb ist der Optimismus auch so überaus wichtig. Und es ist überaus wichtig, was wir denken, wie wir denken. Und dass wir da positiv dranbleiben. Damit wir der dunklen Seite keine Macht gewähren. Und das gilt für alles andere auch. Genauso wie für die Gesundheit, die Süchte sind ganz klar
ein Spiel der Dunkelseite. Auch da aussteigen aus diesem Hamsterrad und die Wahrheit erkennen. Ja, ach, ich, ja, ihr hört, ihr seht, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus über diese wundervolle Botschaft. Wie ist es Dirk ergangen? Ja, berühren diese Karten ebenso sehr dein Herz wie meins? Dann schreib mir das doch gerne in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, dein Feedback zu lesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag im Licht und der Liebe der Urquelle. Und wir sehen uns dann morgen wieder, beziehungsweise du siehst mich. Das ist ja echt eine einseitige Geschichte sozusagen. Vielleicht mache ich mal einen Live-Chat. Ah, ich überlege mal. So ein kommt mir mal gerade so in den Sinn. Okay, sei gespannt. Erstmal auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Bis morgen. Deine Barbara Masur. Tschüss.